Darf ich dir eine Frage stellen? Wenn sie nicht zu persönlich ist. Bist du heute gestorben? Das ist sehr persönlich. Du kannst nicht hier sein. Ich glaube, die sind tot. Oh nein. Bin ich gestorben? Es gibt kein Leben nach dem Tod. Aber du bist aus deinem Grab auferstanden. Noch lange kein Grund, meine Meinung zu ändern. Was wollen die denn alle hier? Wir sind doch kein Hotel. Bist du sonst nicht so zu deiner Familie? Ihr alle seid von den Toten zurückgekehrt, außer meinem Großvater Hermann. Das ist deine Uhr, Hermann. Ich bin nicht der Hermann. Meine Mutter wurde ermordet. Mein Mann wurde ermordet. Dass ein Toter tot ist, macht ja noch keinen Kriminalfall. Nur eine Person ist Hermanns Frau und die bin ich. Berühre meine Hand. Ist sie kalt? Wird ein Mann ermordet, ist der erste Verdächtige der Liebhaber seiner Frau. Wann sagst du mir endlich die Wahrheit? Versprich mir, dass das ein Geheimnis bleibt. Es gibt heutzutage nichts mehr, wovor du dich fürchten musst. Stimmt das wirklich? Tee? Oder Kuchen? Philipp, woran erkennt man, dass man lebt? Von der Angst vor dem Tod.